nicht, wie lange ich noch fahren kann, ne? Mein Hinterreifen ist komplett Schrott. Der kann die ganze Zeit runterrutschen. Guck mal, hier ist überall Polizei. Alter! Wie ihr wisst, ging der Tag im letzten Video nicht so vorteilhaft für uns aus. Und jetzt kommen die anderen alle, ne? Dafür probieren wir es heute als exklusive Reporter, um von den Geschehnissen beim Rideout in Miami zu berichten. Liebe Kinder und Zuschauer, bitte macht das auf keinen Fall nach und tragt immer einen Helm. Wir fahren hier gerade schon zum Treffpunkt. Da hinten sind die Dirtbikes schon aufgereiht, denn es geht gleich los. Da werden schon auf der Wheelie meine Wheelies gezogen. Unser Bro Marley Whip, das ist er! Wie muss ich Hallo sagen? What's up, Bro? Wir fahren jetzt los! Again! Was ist denn, Joy? Ja, meine Kamera geht nicht an! Ja, dann wechsel doch den Akku, hä? Ja, aber der ist eigentlich voll! Wie soll ich den jetzt noch wechseln? Ich fahr doch gerade los! Ich weiß nicht, wo die langfahren, ne? Okay, Jungs! Rechts, rechts, rechts! Rechts, okay. Wir fahren jetzt links an der Ampel! Ey, Digga, heute hab ich echt ein bisschen Angst, dass ich wohl Kurve auseinandernehme. Alter! Junge, was seht ihr hier an? Jeden Sonntag geht das hier so. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag passiert das hier. Alter, ich hab keinen von euch noch packen. Junge, das... Alter, er haut die Kreide nur ins Haus. Hier ist meine alte Honda, die nie lief. Auch wieder auf dem Rideout mit dabei. Straight von der Polizei abgeholt. Junge, heute sind auch so viele dabei wieder. Und es werden jetzt von Minute zu Minute mehr Leute, die sich anschließen werden. Ich hoffe, wir werden heute nicht verhaftet. Wirklich, also heute ist echt extrem. Gerade, dass sie überhaupt an der roten Ampel die anhalten. Normalerweise brettern die immer. Okay, ja, ich hab nichts gefragt. Fuck. Okay. Polizei ist auch schon da. Das kann nicht wahr sein. Wir fahren weiter. Also bitte auch mal die Polizei, Digga. Was will sie machen? Sie kann nichts machen. Es sind so viele Leute. Ich habe richtig Herzrasen gerade, wenn man die Polizei sieht und so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Polizei Die Polizei macht nichts. Und Mali eskaliert hier wieder. Ich hau mich um. Nein, oh, was hat das denn? Handy verloren. Digga! Jeder mit der CRF. Nein, er geht schon. Er geht schon, weißt Bescheid, weißt Bescheid. Ja, okay. Wir fahren hier rechts jetzt auf die Tankstelle. Hier tanken die immer. Und hier waren wir letztes Mal auch. Die Polizei ist vorbeigefahren und hat nichts gemacht. Echt jetzt? Ja, no joke. Die Polizei war neben mir. Das Blaulicht geht an. Die sind so ein Stück vorgefahren. Ich dachte, die rammen mich jetzt oder so. Ja, safe. Ich dachte so. Guck mal, er macht hier noch die No-Hands auf der Straße, während die anderen tanken. Das kann nicht wahr sein. Völlig krank. Is it working? Bruh. Sein Handy ist kaputt. Guck mal, es sind einfach mehr Leute ohne Helm als mit Helm. Also wir stechen hier so raus, gerade ihr mit euren Sportlern. Und Joy sieht aus, wie als hättest du dich hier irgendwie verirrt oder so. Ja. Nein, hier ist noch so ein Kind. Also nicht als ein Kind. Noch so ein Kind. Noch so ein kleiner Mensch, aber das ist wirklich ein Kind. Ich sag dir, der ist höchstens 12. Oh ja, Mori, ist geil. Aber du hast ja schon gesehen, die Polizei macht hier meistens nichts. Das ist halt verrückt. 12 Akkus dabei. Die Straße. Ja, ich hab's gesehen. Sind dann da stehen geblieben, weil die nicht weiter konnten. Ja. Dann konnten die weiter, sind einfach weiter. Ja, die haben's ignoriert einfach. Ja, machen crazy. Die okay, alle machen sich wieder bereit. Oh mein Gott. Wo ist der Minion? Da ist er. Ja. Da vorne ist Polizei. Zwei Streifwagen stehen da links. Links wollen die. Oh ja. Und jetzt an der Polizei. Wollen da auch noch vorbei. Vorbei, Alter. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Digga, das ist ein Kopf, Digga, du Digga! Digga, was ist mit ihm? Oh, Junge! Bruder! Guck mal, er verliert doch gleich sein Rad. Was ist das? Oh mein Gott, Alter, wie die hier fahren, Alter. Links, rechts. Sieht aus wie die Power Rangers auf Dirtbikes. Die Power Rangers auf Dirtbikes, geil. Und so Angst. Also heute ist wilder als die letzten Male, ich sag's euch. Oh, die Joe, fahren alle richtig spannend. Die fahren alle komplett geistesgestört. Guck mal her. Junge. Ja, Maurice, komm. Geil. Wo bist du? Siki, was passiert da vor dir? Was ist das? Schau sie dir an. Krank, ja. Ohne Hände. Das ist geil. Das ist völlig abnormal. Marley Whip, das ist er. Ey, da willst du mal einen Wheelie raushauen, damit die wissen, du gehörst dazu. Bist ja, einer aber die denken, du bist ein Undercover-Cop, wirklich. Ja. Ey, guck mal, was... Warte.
Hey David, komm mal zu mir bitte. Junge, was ist jetzt los? Warum? Hey David, komm mal zu mir bitte. Warte, ich komm sofort. Guck mal bitte auf meinen Hinterreifen. Ist da irgendwie der Schlauch kaputt oder so? Sieht ein bisschen platt aus. Guck mal. Oh ja. Ich glaube, du verlierst Luft, Digga. Der fährt sich hey, so. Leute. Also wenn wir Pech haben, bleibt Boris gleich liegen. Digga, fahr mal in der Nähe von mir, ich behalte das im Auge. Oh, links ist Polizei wieder. Oh, ist im Fall. Egal, die Polizei juckt mich nicht mehr jetzt. Ist egal. Haha, Olli. Egal, Digga. Oh mein Gott. Oh. Das ist die Übernahme, zieh dir das rein. Guck mal, wie viele Nachbarn hier sind. Oh mein das Gott. Ey, ich bleib hier gleich liegen mit meinem Reifen, ne? Der ist am... Also ich kann nicht mehr richtig fahren. Ey Jungs, ich weiß nicht, wie lange ich noch fahren kann, ne? Wo bist du? Mein Hinterreifen ist komplett Schrott. Der kann die ganze Zeit runterrutschen. Guck mal. Hey, der ist vorne da bei Joel. Ja, der ist kaputt. Der Schlauch ist am und hier ist überall Polizei. Digga, was macht der jetzt schon wieder? Warum ballert der über den Parkplatz drüber? Ey, Jungs, was soll ich jetzt kann? Oh, Polizei! Oh, und jetzt mit Blaulicht. Ja, aber die fahren auch weiter. Die fahren wieder weiter. Aus. Digga, mach ja, wieder aus. Das ist nicht. Digga, ich mach das Blaulicht wieder aus. Ja, der ist ab. Alter, das ist so ein Scheiß-Bike, ne? Die hat jetzt zweimal schon den Ride-Up gekostet. Wirklich. Ja, Digga, das Bike ist teuer und scheiße. Das fährt sich schon. Junge, hier ist ein kleines Kind, Digga. Digga, ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Digga, dein Reifen, das sieht so krass aus. Also, dann fahrt alleine, fahrt ohne mich. Ich fahr nicht mehr. Ich fahr jetzt hier raus, weil ich hab keinen Bock, dass gleich irgendwas passiert oder so. Fahr jetzt hier raus. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, nix. Ich fahr jetzt hier raus auf den Parkplatz. Ciao. Okay, bis später. Ja. Ey, Pipe kommt mir zur Hilfe, der Ehrenmann. Yo, Bro. I cannot ride like this, you know? My house is not that far away from here. Okay. I have my other bike there. We could leave this here. You could take this and I'll take the little one. How long do we need to get to your place? Should we go there and leave this bike at your place? Exactly. Perfect, let's do it. Was ein Ehrenmann, Alter, wirklich. Okay, Jungs, also mein Reifen ist komplett kaputt. Und der fliegt hier fast von der Felge runter. Aber Pipe, der mir immer seine Honda gegeben hat, der fährt hier auch gerade, hat mir angeboten, sein Bike bei ihm zu Hause abzustellen. Und dann kann ich ein anderes Bike von ihm nehmen, Ehrenmann. Die Honda hält einfach besser als eine XT. Ja, Alter, diese Honda ist todesranzig, aber die geht nicht kaputt. Also man sieht's ja mal wieder. Alle anderen Bikes sind am Arsch. Die Honda, die fährt. Wird einfach immer platter. Der Schlauch ist geplatzt, der ist am Arsch. Guck du auf meinen Reifen bitte, okay? Junge, was ist das eigentlich? Boah, Alter, das ist so am Wackeln, guck mal. Ich kann gar keine Kurven mehr fahren, guck mal. Alter! Boah, Boris, du kannst damit echt nicht mehr lange fahren, wirklich nicht. Ja, das sind nur die Kurven, die so schlimm sind.